Warte mal, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu, wie heißt das Spiel überhaupt? Eden Island. Wir spielen wieder unser Lieblingsdrogenspiel, wo wirklich nichts, aber auch überhaupt nichts realistisch ist. By the way, ich habe mich letztens vertan, dass dort sind Pottwale. Pottwale jagen in einer Tiefe von bis zu 1000 Metern, zumindest die Bullen, können knapp 15 Tonnen schwer werden und sind 20 Meter lang. Die Länge hier passt kein Millimeter und wenn sie 15 Tonnen schwer werden, würden sie hier schon lange am Strand liegen. Das da sind auch nicht 1000 Meter tief, zudem ernähren sie sich von Tintenfischen. Das tun sie dort nicht. Well, genug davon. Kommen wir jetzt also zum Let's Play. Bitte bleibt bis zum Ende der Folge dran und wir gucken gemeinsam, ob dieses Spiel auf diesen Kanal kommt. Kleiner Tipp, nö. Aber wir werden trotzdem uns dieses Spiel jetzt erstmal anschauen. Denn ihr seht, es ist ultra realistisch gestaltet und hier passieren auch überhaupt keine weirden Dinge, wie zum Beispiel, dass ein Kasuar gegen einen Krebs kämpft. Ist das ein Sekretär oder soll das ein Sekretär sein? Ich muss gerade echt zugeben, ich weiß nicht, was ein Kasuar ist. Well, das und... Gibt es jetzt auch noch Raptoren oder was? Das und sehr vieles mehr erfahren wir nach dem Intro. Bis gleich. Und bitte, schmeißt keine LSD ein. Das Spiel ist schon seltsam genug, ja? Pinguine! Oh, was haben wir hier? Verdorbene Kokosnuss. Oh, das Spiel hat auch noch Zeit. Okay. Sorry. Ja, ich kann ja eh nichts machen, weil ich brauche ein Seil. Und ein Seil kann ich nur herstellen mit drei Fasern. Und dafür brauche ich Bananenstiele. Und was Bananen angeht, habe ich nicht so das Glück. Was zum Teufel macht dieser Fels? Ich meine, ich begrüße seinen Enthusiasmus, dass er auch ein wenig schräg leben kann. Aber... naja, gut. Aber das gibt's auch in der Natur. Schwimmt dieses Kaninchen dort gerade? The heck? Kann ich dich auch hauen? Wieso kann ich nichts hauen? Wieso kann mich alles angreifen? Und wieso wird es dunkel? Durch das Licht. So viel zu Eden Island. Ein Elefant. Schön. Sind Elefanten böse? Gegen was kämpft der denn jetzt schon wieder? Gegen eine Mücke? Guck mal, hier ist ein Ressourcenfeld. Oh, sogar sehr, sehr viele. Da ist wieder ein Tapir. Schön, schön, schön. Also wir können hier unsere Tierkenntnisse aber mal ganz gewaltig testen gerade mal. Wir können hier... oh. Wir können richtig was lernen. Vielleicht solltet ihr das nur nicht für irgendwelche biologischen Arbeit nutzen, dieses Wissen. Es könnte sein, dass ihr dann von jedweder Uni oder Schule geschmissen werdet. Aber gut, aber gut. Mit was prügelt sich das Nashorn schon wieder? Mit gar nichts. Okay, ausnahmsweise prügelt sich mal nichts. Was ist denn das? Radioaktives Wasser oder wie? Was haben wir hier? Moment, ich kann da nicht näher rangehen. Ist das ein Riesenkrokodil? Und ein Braunbär? Kann ich zoomen? Nein. Kann ich wegzoomen? Warte mal. Also es ist ein kleiner Schwarzbär, glaube ich. Wenn ich das richtig sehen kann. Und ein... ich kann es leider nicht lesen. Es ist kein Alligator. Es ist ein Krokodil. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Never mind. Oh, wir haben einen Hai hier. Was haben wir denn hier für einen Hai? Und greift mich dieser Hai instant an? Das würde mich mal interessieren. Hey. Hey. Well, zumindest verhält der sich halbwegs akkurat, weil Haie greifen Menschen im Normalfall eigentlich nicht an. Vor allem nicht ohne Grund. Meistens nur, wenn sie unglaublich hungrig sind, wenn ihr irgendwie eine Problematik für sie darstellt oder wenn es einfach riesen Arschlöcher sind. Letzteres kommt seltenst vor. Was haben wir hier? Ich bereue es wahrscheinlich. War das ein Kaninchen? Es war ein Killerkaninchen. Ich krieg zu viel. Nein, ich wollte euch nicht den Hintern der jungen Dame zeigen, auch wenn manche von euch das durchaus begrüßen würden. Ich wollte gucken, ob die Bananen irgendwie erntebar sind und das sind sie nicht. Ich kann nichts craften, weil ich Bananen brauche. Hervorragend. Absolut hervorragend. Wer ist denn auf diese strunzendämliche Idee gekommen? Was haben wir hier? Eine Ratte? Eine, natürlich. Klar, dass es auch Ratten geben muss, das war irgendwie ja logisch. Gibt es hier irgendetwas nicht? Fragen wir doch mal so. Wäre, glaube ich, deutlich leichter, als herauszufinden, was es hier gibt. Ein Schwarzbär. Kommt die nicht in Kanada vor und in Amerika? Also hauptsächlich, meine ich. Aber, hey, wie gesagt, nehmt das hier nicht für bare Münze.
Ich kann mit allem, was ich sage, falsch liegen. Ich habe nicht immer die Ahnung. Es wirkt nur immer so. Hey, wenigstens gestehe ich's. Okay, also wir können nichts machen? Cool. Hätten wir die geklauten Sachen mal besser benutzt, ha? Gut, die ist kaputt. Können wir vielleicht... Ach, guck mal. Können doch Bananenstauden zerprügeln. Das ist gut, vielleicht sind da Bananen dran. Ich sehe zwar keine, aber das heißt ja nichts. In solchen Spielen funktioniert ja gerne alles mal etwas anders. Können wir jetzt bitte mal wieder Sonne haben? Das ist eine sehr düstere Insel dafür, dass es hier eine mysteriöse, schöne, magische Zeit sein soll. Können wir uns bitte... Ups. Etwas beeilen, wollte ich sagen. Bananenstück. Wait a second. Das ist ein Bananenstiel. Der Stiel eines... Okay, alles gut. Wir reden also nicht von der kleinen, bananenhaften Stiel. Okay, wir reden von einem ganzen Stiel. Gut, das ergibt jetzt auch in irgendeiner Weise mehr Sinn. Shift und linke Maustaste. Okay, zack, 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 zack. Und machen. Geht nicht. Aber wir müssen auch noch die richtige Anzahl einstellen. Das ist ja grausam. Ich dachte, er macht einfach das Maximum, was geht. Na guck, jetzt haben wir auch Faser. Na, jetzt wird ein Schuh draus. Ich weiß zwar nicht, was wir mit dem Schuh gerade wollen, aber ich meine, wir können welche tragen. Also. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber 1,5 Tonnen bei dieser Frau. Boy, oh boy. Mit der legt sich keiner. Wirklich. Keiner, der ein bisschen Verstand hat, legt sich mit so einer Frau an. Die 1,5 Tonnen tragen kann. Mit den Oberarmen. Uch. Ich liebe realistische Spiele. Habe ich das jemals erwähnt? Gut, das hier ist jetzt keins davon, aber können wir das wegschmeißen, dann, wenn es eh im Hintern ist? Na, guck mal, jetzt sind wir wieder total fancy. Ja, jetzt werden wir jetzt so fancy, Nancy. Wie heißt die Frau nochmal, die ich spiele? Nicole? Ach, was weiß ich denn? Das ist jetzt Nancy. Das ist fancy, Nancy. Bin mir da ganz sicher. So, wir brauchten nicht drei Seile, aber ich habe trotzdem mal welche gemacht. Steinbeil, Steinspitzhacke. Wir müssen das jetzt gar genau planen, ne? Ich meine, wir können uns hier keine Fehler erlauben. Wir bauen einen scharfen Stein, ein Seil und 5 Holz. Wir haben genau 5 Holz. Hervorragend. So, schnell, 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 schnell. Zack. Und das. Eine Steinschaufel. Wofür brauchen wir die denn? Gebraucht Graben auf Sand und Grasboden, um Sand und Tonwurm zu bekommen. Okay. Wisst ihr Bescheid? Und das Steinbeil? Ein scharfes Steinbeil zum Ernten von Holz von Bäumen. Das klingt schon mal halbwegs realistisch. Und das eine große Steinspitzhacke zum Ernten von Steinerz und so weiter. Und der Holzhammer, den hatten wir doch, glaube ich, schon da. Ja, genau. Ein scharfer Stein für die Ernte von Ressourcen. Gut, hätten wir auch nehmen können, aber wir sind natürlich Fancy Nancy und Fancy Nancy nimmt keinen Billigscheiß. Als denn, zack. Jetzt kommen ja auch mal wieder Werte zustande, ey. Guck mal, ich habe doch ein Makro. Oh. Seht ihr, und ich dachte halt, sie meinen diesen Bananenstiel. Gut, wir wollen da jetzt nicht mehr drüber reden. Man spricht nicht über seine dunklen Vergangenheiten. Wollt ihr mich eigentlich natzen? Hier sind doch zum Beispiel auch Blätter dran. Hey, 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 bleib mal hier. So, jetzt müssen wir nur noch halbwegs lebendig zurückkommen, weil ich möchte mal herausfinden, wenn ich bei diesem Ressourcenfeld da hinten bauen wollen. Oh, 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 was ist das? Schwefel oder so? Haben wir da Kristall hier rausgeerntet? Stopp, 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 stopp. Warte, 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 warte. Zack. Okay. Thank you. Ist hier noch was? Hier noch was? Schwefelerz. Ich krieg zu viel. Gibt's irgendwas in diesem Stein hier nicht? Was ist das? Gold, Gold. Okay, cool. Gold, Kristalle, Schwefel. Steine, gut, Steine kann ich ja noch akzeptieren. Das verstehe ich auch irgendwo. Was haben wir jetzt alles bekommen? Wir haben jetzt Gold, Schwefel, Steine, Eisen, Nitrat. Was soll das Nitrat sein? Gut. Schwefel erneut. Wow. Einfach nur wow. Absolut krass. Okay, lass mal einen schönen Ort finden, wo wir bauen können. Ich möchte nicht hier hinten am Hintern der Welt hängen. Ich gehe lieber auf Kaninchenseite. Wobei, wer Monty Python gesehen hat, weiß, Kaninchen können schon ganz schöne kleine Arschlöcher sein. Oh, da ist das Riesenkrokodil und der Schwarzbär.
Da wollen wir auch nicht bauen. Da unten sind tödliche Wildschweinchen. Gibt's eigentlich irgendwas, was uns nicht töten möchte? Ich habe das Gefühl, hier prügelt sich alles mit jedem. Immer. Persistent. Ich meine, hallo, Nashörner jagen Krabben. Also, muss ich da irgendwas noch zu sagen? Magical Island und so? Was hier ist? Hi? Und ein Riesenkrokodil. Ah, hier wäre eigentlich ein recht schöner Ort gewesen, aber ich möchte ungern gegessen werden. Ich weiß, viele von euch verstehen das nicht, aber ich habe keinen Fetisch davon, gegessen zu werden. Oh, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Was bist du denn da unten? No, ein Wasserschwein. Ein Tanzbär. Du bist ein Wasserschwein, oder? Ja, du bist ein Wasserschwein. Und du bist ein Schwarzbär. Und offenkundig bist du ein Elefant. Wir haben es verstanden. What? Kann ich irgendwo hierher gehen, ohne dass mich irgendetwas fressen will? Bin ich zu nah am Koko? Na. Also hier hat sich wirklich jemand einfach just for fun. Ich weiß nicht, ob es mit der Game Engine gemacht wurde. Hier mit Game Guru Max oder so. Hier hat sich jemand eine Insel generieren lassen. Weil hier ist alles extrem generisch. Hier ist nichts mit Liebe entstanden, offenkundig. Und einfach so willkürlich reingeplantet. Wobei das hier könnte ich dann vielleicht noch nachvollziehen. Ein bisschen zu glatt hier unten, aber sonst könnte ich das ja noch halbwegs verstehen. Und dann hat man einfach alles genommen, was in der Kategorie Props stand. Zum Thema, guck mal, man sieht es unter Haus sogar. Zum Thema Tiere und was auch immer. Und alles, was man spawnen konnte, hat man in die Engine reingebaut. Also hier läuft wirklich alles rum. Pinguine. Und das Lustige ist dann einfach in die Geschichte zu schreiben, ja, hier stranden halt öfter Schiffe. Ich habe übrigens noch kein gestrandetes Schiff gesehen. Nur Wale, die seltsam sich verhalten. Einfach sagen, ja, guck mal, hey, hier stranden ganz oft Schiffe und die bringen halt die Tiere mit und deswegen gibt es hier quasi alles. Ja, so kann man es sich natürlich auch leicht machen, wenn man einfach zu faul ist, eine Story zu schreiben. Und liebe Entwickler in, was auch immer du bist, ich habe keine Ahnung. Bauen Sie zuerst das Fundament, ja, was? Halt doch mal ruhig. Tu mir doch mal einen Gefallen und gib dir etwas mehr Mühe, ja? Spieler meiner Meinung nach verdienen es, dass man sich Mühe gibt für Spiele. Kann ich jetzt nichts mehr bauen, oder was? Weil ich kein Holz habe, deswegen. Aha, ja. Nee, nee, wusste ich, wusste ich. Alles klar. Also erstmal, wie viel haben wir? 23. Zack, 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 zack. Stopp. 23. Machen. Ja, mach mal. Stoffe. Einfaches Reparatur. Schlüssel, wofür? Dieser könnte als Türschloss öffnen und schließen. Wenn Sie es verlieren, verlieren Sie Zugang zur Tür. Okay. Good to know, I guess. Ja, wir könnten theoretisch mal einen Rucksack langsam gebrauchen. Aber interessanter wären natürlich erstmal Waffen. Fünf Seile bräuchten wir. Oh, okay. Das ist natürlich enorm viel. Ich habe keinen Bock, jetzt Seile zu bauen. Ich baue schon Fasern, das reicht. Stein, Holz und Lehm. Aha, dann brauchen wir also doch eine Schaufel. Lagerfeuer haben wir da hinten ja schon gebaut, aber wir müssen wohl ein neues bauen. Holz und Eisen. Ja, also ich schätze mal, dass eine Schaufel in irgendeiner Weise gleich mal relevant wird. Wenn ich 30 Stoff brauche hierfür, 30 Stoff mal 3, das heißt, ich brauche 90 Fasern. Und eine einzige Faser braucht. Was ist denn los mit dir? Möchtest du irgendwas loswerden? Okay, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Holy fuck, ey. 90 Bananen. Wer soll die denn alle essen? Well, okay. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es sich noch lohnt, ein Haus zu bauen. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ich glaube, den ganzen Kram überspringe ich. Und Rucksack lohnt sich eigentlich auch nicht mehr. Weil, sagen wir doch mal ehrlich, wir werden dieses Spiel wahrscheinlich nicht die nächsten 200 Wochen spielen. Hoffe ich. Entschuldigung. Ich wollte dir nicht zu nahe kommen. Ich will anscheinend hier überhaupt nichts irgendwem nahe kommen.
Uch, grausam. Zack, zack, zack. 15 machen. So, Seile. Wir brauchen immer Seile. Ergebniselemente ist 1. Ist aber schön für das Ergebniselement. 18 Fasern. Warum gibt ihm hier? Ach nee. Ah, 6. So, Fasern haben wir dann jetzt genug. Was können wir für Waffen? Was sind die coolste Waffe? Aha, ein großer, schwerer Club. Wie wär's mit Keule? Na gut. Haben wir keine Waffenwerte oder sowas? Nein. Eiserne Pfeile. Schön. Also das würde eh nichts bringen, oder? Doch, steinerner Speer, Speer aus Holz. Moment, was? Wir brauchen Holz. Okay, Holz kriege ich hier. Weil wir möchten jetzt natürlich auch mal eine Waffe haben. Eine vernünftige. Okay. Aber wir wissen auch ein bisschen kämpfen können. Wie weit fliegen denn eigentlich die Blätter weg? Meine Güte. Ich bräuchte hier so ein Halte-E gedrückt, um alles in deiner Umgebung aufzusammeln. Button. Das wäre cool. Das würde das Spiel zwar keinen Millimeter besser machen, aber es wäre ein Quality-of-Life-Update. Alles, was man hier anders machen würde, wäre an diesem Spiel ein Quality-of-Life-Update. Fuck's sake. Speer aus Holz, steinerner Speer. Okay, wir brauchen... Können wir schon einen machen? Ich habe keine Lust zu lesen. Ja, wir können einen machen. Cool. Können wir einen Bogen bauen? Nö. Warum 5 Stoff? Eigentlich keinen Bock, Stoff zu machen, aber... Ich will jetzt einen Bogen haben. Das Blöde ist, ich kann eh keine Pfeile abschießen. Weil es anscheinend keine Steinpfeile... Steinpfeile gibt. Können wir eine Schaufel bauen? Wie gesagt, ich habe keine Lust zu lesen. Erstmal einen scharfen Stein. Und dann nehmen wir eine Schaufel. Aber ich möchte einen Rennofen haben, damit ich Eisen haben kann. Sorry, aber solche Spiele, das ist einfach viel zu einfach für mich. Hua, charge! Hua! Zack, zack. Moment. Ich habe doch ein Klick-Makro. Ja, cool. Oh, sorry. Bin in deinen Trigger-Bereich getreten. Wieso treffe ich denn manchmal und manchmal nicht? Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Jetzt ist sie zu blöd zum Treffen. Überhaupt, oder was? Hallo, Eber. Eberhard. Beute schneiden. Insta-Cut. Alright. Alright, ja, also ich baue auf jeden Fall bei diesem Drogenwasser hier. Ja. Drogenwässer sind immer einladend. Ja, ich meinte übrigens Drogengewässer, sorry. Dieses Spiel setzt mir zu seelisch. Mein Sprachzentrum wird beeinflusst. Und genau deswegen, bevor ich jetzt gar nichts mehr sagen kann, ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge zu, wie heißt das Spiel nochmal? Warte, Eden Island. Vielen Dank nochmal an die Leute, die jetzt gleich eingeblendet werden. Und ich hoffe, ihr gehört auch dazu. Wenn euch die Folge gefallen hat, abholen. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da. Guckt doch auch mal bitte in der Videobeschreibung und auf dem Kanal. Dort findet ihr Links zu den Patreons. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bald dazugehören würdet. Was ist das? Umgedrehter Sand in Büchsen. Okay. Ja. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, weil ganz ehrlich, lohnt sich anscheinend. Ein Totem. The fuck? Okay. Okay. Bis dahin. Walla du Herrichs. Euer Wolf. Danke nochmal an alle Unterstützer und Unterstützerinnen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ohne euch wäre all das nicht möglich. Ich hoffe auf gute und schöne Projekte in der Zukunft. Danke für euren Support.